Hallo Leute und herzlich willkommen zum allerersten Let's Play auf unserem gemeinsamen Kanal. Und zwar beginne ich mit dem ersten Video und zwar spiele ich mit euch nicht unbedingt das war Sandy, nicht unbedingt das neueste Spiel, aber ich habe mir gedacht, 5 Euro kaufst du es mal, die Limited Edition. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich nach der Sequenz wieder. Bis dann. Und jetzt sind wir auch schon in-game, es geht direkt spannend los, deswegen habe ich jetzt auch im Hauptmenü schon anmoderiert. Ja. Ich hoffe mal, dass wir uns hier gut durchschlagen, das Spiel auf normal. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt schon mega viele Versuche gehabt, hier irgendwie aufzunehmen oder sowas sonstiges zu machen. Oh. Deswegen kenne ich jetzt den Anfang leider schon, aber ich denke, das ist kein wirkliches Problem. So, und das Gute ist, ich sehe auch da unten rechts, wie lange ich schon aufnehme. Das ist sehr praktisch. Und jetzt hier raus. Spring! Aua. Komm, 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 zieh dich hoch. Perfekt. Okay, mit Bandicam habe ich jetzt leichte Frame-Einbrüche. Weil ich mit Bandicam jetzt aufnehme. So, komm. Hi. Die nehme. Ja, das war die gleiche, glaube ich. Egal. Ich weiß immer noch nicht, wie man messert. Das ist ein wenig doof. So, jetzt haben wir uns bis jetzt hier gut durchgeschlagen. So, rennen wir dahin. Jetzt zum Öffnen. Und ich muss sagen, das sieht ein wenig aus wie James Bond. Muss ich mal sagen. Na gut. Speichert, das ist sehr gut. Und nicht wundern, am Ende von der Folge werde ich nicht irgendwie extra Tschüss oder so sagen. Weil ich finde, das ist ein wenig doof jetzt am Ende von, also mitten im Gefecht irgendwie Tschüss zu sagen. Das fand ich doof, deswegen beende ich einfach irgendwann mittendrin die Folge. Also machen die meisten YouTuber auch so, deswegen mache ich das jetzt auch mal so. Ja. Aber die Anmoderation wird dann wieder bei jeder Folge normal laufen, also mit Hallo und sowas. Ist ja dann kein Problem. So, jetzt haben wir es ja gerade 10.05 Uhr. 8 Stunden zuvor. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Kommt hier, ey? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen.
Klonen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er, Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Warum? Weil er es sagte. Ich glaube, das sind wir. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung. Der da auf dem Stuhl sitzt, der hier. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, das hört sich ja interessant an. Wir sehen aus wie ausgekotzt. Also ich finde, wir sehen ganz normal aus. Naja, was der denkt. Naja. Kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, auch. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts! Ja gut, los geht's. Ich hoffe, uns erwartet eine spannende Story. Und... Oh. Tach. Hübscher Junge. So, triff dich mit Cole. Dann machen wir das mal. Da vorne ist er. Die Kohle. Habe ich auch noch Platz hier? Ja. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt... Okay, finde das Viper Squad. Folge dem Squad. Na dann, ich bin sehr gespannt, wie der Anfang nicht so gestaltet ist. Jetzt mit Bandicam habe ich leichte Frame-Einbrüche, wie gesagt, das sind wenig doof. Naja. Ich rede jetzt mal nicht so viel, damit ihr von den Dialekten ein wenig mehr versteht. Okay, hier scheint ein leichtes Erdbeben zu sein. Oh, sind es uns? Nein, ich glaube nicht. Sah aus wie die Kollegen vom Irak.
Na dann mal los, ich... Ein einziger Zivilist. Mir gefällt das. Oh Gott. Nein. Chefin. Scharfschütze! Dafür auch Granate. Und da ist er. Nein. Los, los. Dann los. Oh, verdammt. Ziel auf der linken Seite. An der Mauer. Unten bleiben. Er war noch so jung. Das gibt Rache, meine Freunde. Es gibt Rache. Ja. Coole Rache, ne?